Herzlich willkommen zum neuen Podcast, also zur zweiten Folge Toni Turek Talk. Ich bin Janos Seidlitz. Und ich bin Francesca Weber. Ja, wir freuen uns, dass die erste Folge so ziemlich gut angekommen ist. Wir haben einiges an positiven Rückmeldungen bekommen. Und deswegen starten wir auch schon ein bisschen früher mit unserer zweiten Folge. Und tatsächlich hatte ich auch richtig Bock da drauf, weil es macht uns einfach Spaß, oder? Ja, es war echt ein schönes Feedback, was wir erhalten haben. Und ganz ehrlich, es hat uns auch Spaß gemacht. Von daher nicht 4 Wochen, sondern 2 Wochen Rhythmus, zumindest zum Anfang. Ja, also alle 4 Wochen spätestens, aber jetzt starten wir einfach mal nach 2 Wochen schon wieder, damit wir auch drin bleiben mit der ganzen Programmbedienung und so weiter. Was war denn die schönste Rückmeldung, die du bekommen hast? Ich glaube, die schönste war, dass Schüler tatsächlich gesagt haben, dass sie Spaß beim Zuhören hatten. Und das finde ich irgendwie total nett, weil irgendwie gibt einem das ja was, wenn man weiß, Leute hören einen zu und hatten dabei Spaß und Freude und waren jetzt nicht irgendwie gelangweilt oder so. Und das heißt, wir haben vielleicht auch ein bisschen gute Laune verbreitet oder für den einen oder anderen Schmunzler gesorgt. Und das fand ich ehrlich gesagt ein sehr schönes Kompliment, dass sie Spaß hatten. Ja, verstehe ich. Also bei mir, ich habe ja so ein paar Kommentare bekommen bei Instagram unten drunter, dass ich so eine angenehme Stimme habe. Das weiß ich, also ich weiß jetzt, da sind so ein paar Kommentare bei, die vielleicht auch so ein bisschen sarkastisch gemeint sind. Aber ich glaube trotzdem, Für manche stimmt das auch, dass meine Stimme angenehm sei. Von daher, das fand ich eigentlich ganz cool. Wir haben aber auch so ein paar Kritikpunkte genannt bekommen. Ich will nur eins sagen. Ich habe mir ja auch anhören dürfen, dass du der Bessere gewesen bist, beziehungsweise eine angenehmere Stimme hast. Und tatsächlich muss ich ja zugeben, ich finde Männer sowohl bei Sängern als auch in so Podcasts und Hörspielen finde ich auch tatsächlich angenehmer als Frauenstimmen. Und deswegen hatte ich auch eher als du, also oder meine Sorge war größer als deine, als der Podcast rausgekommen ist, was die Stimmlage und so angeht. Aber es war jetzt nicht so schlimm wie gedacht. Aber ich kann das durchaus verstehen. Für mich ist das nämlich auch so, dass ich Männerstimmen oftmals angenehmer dann finde. Frauen sind immer ein bisschen mehr. Naja, aber ich muss auch sagen, zu der angenehmeren Stimme im gleichen Kommentar stand halt immer sowas wie zum Einschlafen. Also das kann man halt auch schon negativ auslegen. Ja. Also nicht nur angenehm, sondern eben auch viel zu beruhigend, dass es einschläfernd ist. Ne? Wir üben noch. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und verbessern uns jetzt stetig. Ich habe aber auch gehört, dass zum Beispiel unser richtig schlechter Witz am Anfang, dass wir uns gegenseitig eben falsch vorgestellt haben, dass der gar nicht so gut ankam. Eigentlich fand ich es witzig, aber viele kennen ja meinen Humor und Frau Weber, du musst ja auch quasi lachen damit. Du musst lachen aus Höflichkeit. Nee. Aber Also die Kritik ist auch bei mir angekommen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich fand das auch ziemlich witzig. Ja. Aber ich glaube, das war Situationskomik zwischen uns beiden und kam dann scheinbar nicht so gut an. Und deswegen haben wir es natürlich auch sofort geändert für euch. Ja, aber extra. Nur, weil der Witz halt wirklich schlecht ist. Ja. Sonst hätten wir, eigentlich wollten wir das für die nächsten 5 Jahre durchziehen. Ja. Also das ist schon fast anstrengend. Vielleicht packen wir es nochmal aus irgendwann, so als... Ja, machen wir auf jeden Fall. Also spätestens zum Einjährigen. Dann wiederholen wir das nochmal. Ja, ansonsten, ich fand auch die Zeit eigentlich ganz gut. Wir hatten ja vorher gesagt, wir machen so 20 Minuten. Jetzt sind wir dann bei 5000 Takten rausgekommen. Also hier wird gerade nicht die Zeit angezeigt. Deswegen fand ich das super interessant. Wir wussten durchgehend nicht, wie lange wir reden. Und wir sind dann bei 35 Minuten rausgekommen. Ich fand das super angenehm. Ich glaube, es ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich glaube auch. Wenn du Podcasts hörst, wie lang sind die dann? Ja, das ist tatsächlich auch immer so um die halbe Stunde, glaube ich. Also kommt drauf an, wie deep die Themen sind natürlich. Aber prinzipiell, ich glaube, es ist eine halbe Stunde so als Richtwert ganz gut. Ich glaube, alles so an die 20 Minuten bis 40 Minuten ist erträglich. Und danach wird es dann auch immer ein bisschen zäh. Also es soll ja auch so sein, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende immer noch wissen, was wir am Anfang gesagt haben. Deswegen war ich relativ zufrieden und ich muss aber eins zugeben, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und das ist, wenn man Spotify aufschlägt oder aufmacht die App und dann irgendwie Toni Turek Talk liest, das fand ich schon irgendwie cool, dass man so seinen eigenen Podcaster sieht und sich damit so identifiziert. Ne? Also ich fand ja, Voraussetzung dafür, dass wir diesen Podcast machen, ist, dass wir das bei Spotify hochladen. Also ich fand es jetzt irgendwie, oder ich fände es richtig doof, wenn es nur YouTube gewesen wäre, weil es ja kein richtiger Podcast
Kanal ist. Klar, es funktioniert, das habt ihr auch gemerkt. Aber trotzdem ist es irgendwie viel, viel cooler und auch, es wirkt auch für einen selber, also für uns als Produzenten, professioneller, dass es wirklich auf so einer Plattform hochgeladen ist. Und vor allem, wenn du dann auch dein Handy ausschaltest oder mit AirPods unterwegs bist, dann kannst du ja bei YouTube, kannst du ja nicht, das läuft ja nicht einfach weiter, bei Spotify eben schon. Und das war schon auch so ein Punkt, den ich auf jeden Fall haben musste. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, wenn das nicht möglich wäre. Nee, das stimmt. Aber wenn man es dann wirklich sieht, ist es irgendwie, also das fand ich auch irgendwie im Nachhinein für uns eigentlich ganz schön. Ja. Und YouTube, gebe ich dir voll recht, aber es macht natürlich Sinn, nicht jeder hat Spotify und es gibt natürlich auch tausend andere Anbieter, wie Amazon Prime und so weiter, Audible. Aber für Spotify? Für Podcasts? Weiß ich nicht, aber man muss es ja erwähnen. Wir haben doch gelernt, wir müssen Dinge, Alternativen platzieren. Wo hast du das denn gelernt? Tja, ich habe mich natürlich über das Rechtliche auch schlau gemacht. Ja, ne? Ja, ist gut, ich nicht, tatsächlich. Ja, so. Ich bin nicht überrascht. Nee, aber ja, du hast recht. Wir nennen dann auch andere, zum Beispiel Apple Music oder Podcast24.de. Dieser. Dieser. Ja, nee, keine Ahnung. Aber vielleicht kriegen wir ja noch einen dritten Kanal dazu. Wir wollen ja aber alle Schülerinnen und Schüler erreichen und das ist uns, glaube ich, ganz wichtig. Genau, und deswegen eben auch YouTube und ich hoffe auch so, dass die ersten Versuche jetzt auf Instagram ein bisschen Werbung zu machen und die Schüler auf dem Laufenden zu halten, was so kommt, was so geht, dass das auch hilft. Und ja, da werden wir uns natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Vielleicht müssen wir uns dann auch noch mal ein, zwei Sachen von den Kids abgucken. Ja. Wir haben ja gemerkt, dass unsere Posts uns auch immer ein bisschen länger gekostet haben an Zeit, ne? Das wäre auch mal eine Frage an die Schülerinnen und Schüler. Wenn wir demnächst mal jemanden zu Gast haben, ist das eher besser, wenn man sowas spontan macht mit einem Post, mit der Story oder so? Oder plant ihr das richtig lang und intensiv? Ja. Und macht ihr das wie wir? Das heißt, dreimal probieren, zweimal davon löschen, weil wir unzufrieden damit sind? Also würde mich schon mal interessieren. Also ich mache ja selber persönlich keine Stories. Ja, ich auch nicht. Du hast es jetzt hier für unseren Kanal übernommen und hast ja eigentlich auch ein ziemlich geiles Design gewählt. Finde ich super. Ja, mir fällt das noch ein bisschen schwer mit dem Texten so, ne? Also ich finde das so, im Privatleben würden mir immer so ein paar coole Slogans einfallen auf die Situation. Und jetzt ist das so ein schmaler Grat zwischen, irgendwie ist es trotzdem noch ein Podcast, der zur Schule gehört. Und da will man natürlich auch ein bisschen auf die Sprache achten. Es hören ja auch Kollegen zu. Und das heißt, wir müssen uns nochmal mehr Mühe geben. Aber gleichzeitig auch ein paar coole Sprüche. Das ist mir noch nicht so gut gelungen. Deswegen auch hier gerne ein bisschen helfen oder bisschen Tipps Feedback geben. Ja. Ich habe auch so ein paar Sachen gelesen bei den Feedbacks, die wir erhalten haben. Da haben wir uns ja auch ein bisschen kaputt gelacht. Oh, ja. Lehrer, die Schüler schippen und sowas. Da haben wir schon im Lehrerzimmer heiß diskutiert. Was könnte damit gemeint sein? Schippen, ja. Aber haut ruhig eure Jugendsprache weiter raus. Ja, das amüsiert uns. Wir nehmen das auch auf, wenn es möglich ist. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir beziehen da auch andere Lehrer dann teilweise mit ein und fragen, ob die das wissen. Und es ist immer ganz, ganz witzig eigentlich. Ja. Naja, wollen wir mal zum ersten Thema kommen? Ja, Netflix. Und nur Netflix, ne? Ja, ich habe gelernt. Erstes Thema. Ich glaube, das war bei einigen auch ein Lacher. Musst du jetzt durch? Ich befürchte durch, auch, ja, auf jeden Fall. Ich habe ganz klar ans Ben & Jerry's Eis gedacht. Ja, stimmt. Also das ist ja auch damit gemeint. Denke ich mir, denke ich mir. Das ist schon sehr lecker mit Brezeln. Ja. Und Keksen, glaube ich, ne? Ich bin ja eher nicht der Cookie-Doo-Typ. Cookie Dough, meinst du? Und nicht der Englischlehrer-Typ. Ja. Richtig, ja. Ach, Cookie Dough, sorry. Nein, ich esse gar nicht so gerne Eis, aber ich schaue Netflix, deswegen bleiben wir jetzt bei dem. Ja, okay. Also Netflix ohne And. Ja? Ja. Ohne Chillen? Genau. Also, was hast du als letztes geguckt? Auf Netflix habe ich tatsächlich Tinder-Schwindler geguckt. Und ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Ist natürlich eine Serie, da habt ihr nicht ganz so direkt den Bezug zu, weil Tinder ist ja zum Beispiel ab 18, aber da geht es um einen Typen, der heißt Simon Leviev, glaube ich, und der hat ziemlich häufig ziemlich viele Frauen um Geld betrogen, auf eine ziemlich abartige Masche. Das ist eine Doku, und war irgendwie unterhaltsam, weil es aber eben so
so dreist war. Deswegen war es unterhaltsam. Also es ist auch eine wahre Geschichte und deswegen sehr aktuell, aber Unterhaltung nur, weil es so mega krank war. Und irgendwie, und fandest du es denn greifbar? Weil ich, also ich habe es so nebenbei geguckt und irgendwie immer mal wieder so, das hat mich nicht so richtig gepackt, dass ich es jetzt durchgesuchtet hätte, sondern... Nee, ist ja nur ein Film. Ja, aber ne, ich hab, sonst würde ich halt nie unterbrechen und da war es mir dann halt irgendwie ja, egal. Ja, weil es halt ein Dokumentarfilm ist, da kannst du halt... Ja, also ich fand es einfach nur krass, weil es so abstrus war. Ja, ich finde es halt krass, dass da wirklich Leute drauf reingefallen sind. Ja, das natürlich auch. Also gehören immer zwei dazu, ne? Wenn man naiv ist. Auf jeden Fall. Dann fällt man da leider drauf rein. Und aber jetzt gibt es das, glaube ich, auch irgendwie mit so einem weiblichen Pendant. Ja? Also, ja, irgendwie so eine Betrügerin. Ich weiß es überhaupt nicht, aber das habe ich jetzt auch irgendwie die Tage in der Zeitung gelesen, dass es das Ganze auch ja, in einem weiblichen Format gibt. Nee, ansonsten, ich weiß gar nicht, welche Serie ich geguckt habe vorher. The Witcher. Aha. So Fantasy-Zeug. Ja, ja. Glaub ich, was ist denn so dein Lieblingsgenre? Genre, also Crime mag ich eigentlich ganz, ganz gerne. So ein bisschen Thriller noch und ja, ansonsten Fantasy. Game of Thrones geht natürlich, haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele schon gesehen. Witcher ist quasi ähnlich, andere Story und sowas gucke ich ganz gern. Aber vielleicht Breaking Bad finde ich auch gut. Das ist alles schon, geht so in eine Richtung, ne? Ja? Ja, vom Genre einfach. Ja, Breaking Bad so. Und Fantasy doch nicht? Breaking Bad habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Das hat mich auch irgendwann so nach ein paar Folgen... Prison Break ist super. Prison Break ist auch gut, aber das habe ich nicht zu Ende geschafft. Weil dann irgendwann nach der 8. Staffel jeweils 24 Folgen, dann denken sie, ja gut, jetzt schon wieder ein anderes Gefängnis, dann ist es... Ah, super, mega. Ein Gefängnis in Mexiko und dann ist es, jetzt brechen wir nicht aus, sondern ein und... Ich fand das Ende nur eine Katastrophe. Ein das Ende war einfach... Ansonsten Homeland, hast du das geguckt? Ja. Ist ein bisschen älter. Ja, ist Prison Break auch klar, aber Homeland. Homeland ist mega. Ja. Mag ich auch vom Genre richtig. Und Scandal, hast du das geguckt? Mhm. Das hat auch, spielt auch so ein Polit-Thriller in den USA. Das ist so wie Blacklist? Nee. Oh, das habe ich gar nicht geguckt. Nee. Ist wie Designated Survivor. Ah, okay. Wo der Bürgermeister zum Präsidenten wird. Genau, also ich meine, das ist jetzt bei The Scandal ein bisschen anders und ja, wie der Name schon sagt, da geht es halt um unfassbare Skandale so rund um das Weiße Haus und ist halt mit so echt so starken Persönlichkeiten besetzt. Das finde ich immer cool, wenn man sich so in den Rollen so ein bisschen finden kann oder die so inspirierend findet oder sowas. Aber so Polit-Thriller finde ich mega. Ich muss ja auch sagen, dass ich großer Fan von Haus des Geldes war. Oh ja. Wobei ich da sage, die letzte Staffel hat mich nicht gecatcht. Das haben ja wahrscheinlich auch viele Schülerinnen und Schüler geguckt. Glaube ich auch, ja. Also da kann ich auch nur sagen, die letzte Staffel, da war ich auch vollkommen raus. Ja. Also der Anfang, die ersten zwei Staffeln, da war noch so richtig der Masterplan, der Zusammenhalt und einfach für quasi so die Robin Hood-Geschichte. Also die Armen nimmst den Reichen und verteilst dann wieder unter den Armen. Das fand ich schon gut. Und du hast die Charaktere mit den verschiedenen Städten und so weiter. Aber das am Ende war nur noch Geballer und dieser Arturo. Oh, ach ja, der nervt Arturo so nervt. Und der kommt einfach immer und der kommt immer wieder. Ich denke mir auch so, okay, jetzt ist es soweit. Und dann ist er wieder da. Oh, aber das fand ich auch mega anstrengend. Mir war es am Ende auch viel zu viel Geballer. Ich habe da gar nichts gegen, aber es war so sinnlos. Es war sinnlos und niemand hat getroffen. Ja. Es waren 20 Millionen Schüsse und... Keiner wird einfach getroffen. Ja, ich muss auch sagen, also die letzten Folgen haben mich da nicht mehr gecatcht. Also vorher, so die erste Staffel, ich glaube, ich an einem Wochenende. Mega. Also einfach durchgebinged und aber so da war so ein bisschen enttäuschend. Aber das hat man ja schon häufiger so, ne? Also wenn man so coole Staffeln hat und Serien hat, das dann irgendwann. War das nicht so, dass Netflix die Staffel oder die Rechte irgendwann übernommen hat? Und vorher war es irgendeine spanische Produktion oder mexikanisch, weiß ich gar nicht. Und die haben halt genau die Story dann weitergeführt. Und da das eben so gut lief, haben sie das übernommen und dann dieses ganze Geballer mit reingebracht. Also das fand ich halt schon ein bisschen schade. Ja, es war schon ein bisschen too much. Ich muss ja sagen, ich habe so eine Serie, die so meine Go-To-Serie ist. Also wenn ich gerade nicht weiß... Also irgendwas Englisches. Ja, warte. Also das ist wirklich so, wenn ich nicht weiß, was ich jetzt als nächstes schauen soll oder ich habe gerade irgendwie alles so durchgeguckt, was ich sehen wollte... Und brauche irgendwas für nebenbei. Kennst du das, wo man einfach nebenbei mal sowas laufen lässt? So? Ja. Ja,
Dann schaue ich Friends. Ich muss mich da ein bisschen outen. Ich bin Friends-Fan. Ja, so richtig 90er. Ja, voll. Also ich glaube, unsere Schüler ich oder bin da eher bei How I Met Your Mother oder Big Bang Theory. Ja, ja. Finde ich auch nicht schlecht. How I Met Your Mother finde ich auch deutlich besser als Big Bang. Aber Friends ist so... Doch, kenne einige. Ja, meinst ja, du? Ja, ja. Ich habe eine Schülerin oder zwei Schülerinnen, die dazu ein Referat machen über Jennifer Aniston. Mhm. Und die ist ja quasi, steht ja quasi gut dafür, für Friends. Ja, deren Erfolg hat ja damit begonnen. Was ich jetzt als letztes noch geschaut habe, ist, gut, das ist jetzt nicht bei Netflix, aber bei Amazon Prime, Last One Laughing. Mhm, na klar. Ja, super. Also ich erkläre ganz kurz das Prinzip. Wir haben in einen Raum eingesperrt, über 6 Stunden, 10 Comedians und die dürfen eigentlich alles machen, außer lachen. Und das ist so ein Moment, den kennt ihr wahrscheinlich alle, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Wenn man nicht lachen darf, dann ist es so anstrengend, nicht zu lachen. Das ist quasi wie im Unterricht. Und ja, das ist quasi hier einfach mit Comedians, die sich halt auch gegenseitig versuchen zum Lachen bringen. Und ich habe diese Staffel dieses Jahr schon beide, also es gibt 2 Staffeln, und beide habe ich jeweils einmal schon gesehen, nee, jeweils 2-mal gesehen und konnte mich jedes Mal so totlachen. Mhm. Vor allem Bastian Pastewka finde ich absolut genial. Ja, und Teddy Teckler. Der ist schon, ja, und Pastewka ist schon sehr trocken auch, ne? Boah, also, der hat den Vogel abgeschossen. Ja. Also klare Empfehlung, wenn man 3 Stunden am Stück lachen will, guckt man sich diese Serie, sind 6 Folgen an. Auf jeden Fall. Und ich glaube, im australischen Format, da habe ich mir 2 Folgen von angeschaut, da ist die Rebel Wilson der Host sozusagen. Kenne ich die, nicht. Kennst du doch? Die kennst du nicht. Das ist so eine Schauspielerin, die hat gerade irgendwie gefühlt 60 Kilo verloren oder sogar mehr. Die hat bei Pitch Perfect und so mitgemacht. Die macht bei so mega witzigen Filmen mit und die hat so einen übertrieben lustigen Humor. Ja, das, ich nimmt sich auch gerne selbst hops. Also schon gut. Ich habe es ja schon häufiger versucht, auf einer anderen Sprache irgendwie Comedy, aber... Ja, Da bin ich einfach raus. Das kriege ich nicht hin, das erstmal durchgehend zu verstehen und dann auch den Humor zu verstehen. Also das finde ich eigentlich schade. Da hast du manchmal viel mehr Vorteile für solche Sachen. Aber so ist es auch. Schaust du denn Filme oder Serien auf Englisch oder nur prinzipiell auf Deutsch? Schuldig. Nein, okay. Da bin ich einfach raus. Also ich finde, wenn ich mir was angucke, dann möchte ich dabei quasi nicht so aktiv sein und nachdenken. Mhm. Genau, ich will das dann, das ist ja meine Freizeit. Boah, das kann ich total verstehen, aber ich glaube, dass es nicht viele Folgen von etwas benötigt, damit das irgendwann automatisch passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber ich traue das voll vielen zu. Also ich habe Harry Potter versucht. Ja. Der nuschelt so ohne Ende. Ja, aber das ist immer von Vorteil, wenn du die Bücher zumindest gelesen hast oder die Filme auf Deutsch gesehen hast. Aber im Unterricht habe ich zum Beispiel... Ja, auf Deutsch kenne ich die quasi auswendig. Ja, aber dann ist es doch... Da musst du ja nicht viel nachdenken, sondern kannst dich da einfach so ein bisschen reinhören. Oh, ja, ich glaube, mir fehlt einfach dieser Startpunkt. Das ist gut fürs aktive Zuhören. Ich glaube auch. Also man muss ausdauernd sein. Das sage ich den Schülern auch ganz oft, die da irgendwie nicht so viel Bock haben. Und ich kann das total verstehen, weil ich würde mir ja jetzt auch nicht einen Film auf Spanisch anmachen. Aber je öfter man das hört, umso sicherer wird man in der Sprache, vor allen Dingen im Zuhören dann auch. Und ganz ehrlich, ich habe Schüler gehabt, die nach den Sommerferien so unglaublich gut Englisch gesprochen haben, wo ich mich gefragt habe, okay, was ist hier passiert? Dann wurde gesagt, ja, ich habe jetzt mal alle Filme auf Englisch immer geguckt und habe nichts anderes gemacht, außer genetflixt. Und dann fragst du dich halt, krass, okay, ich versuche dir hier seit 3 Jahren Englisch beizubringen und du guckst 6 Wochen Netflix auf Englisch und bist einfach ein Star geworden, so. Also ich kann das verstehen, aber ich traue es jedem zu. Mhm. Und ich würde kurz Empfehlung, How I Met Your Mother und Modern Family sind zum Einstieg auf Englisch nicht schlecht. Modern Family, da verstehe ich ja nicht mal auf Deutsch den Humor. Das ist einfach gar nicht mein Humor. What? Nein, mag ich nicht. Aber How I Met Your Mother, da glaube ich, das würde funktionieren ja zum Einstieg. Da, ja, kann ich mir gut vorstellen. Probiere ich. Ja gut. Mache ich. Ich bin gespannt. Ja. Sollen wir zum nächsten Thema übergehen? Unbedingt, ja. Sehr spannendes Thema. Wir haben am Sonntag, gefragt, und zwar euch gefragt, was macht einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin aus? Und wir haben ein paar Antworten aufgeschrieben und wir lesen einfach mal ein paar vor und gehen dann auch direkt drauf ein. Starte mal mit einer Antwort. Eine Antwort war,
dass ein guter Lehrer den Lernstoff interessant vermittelt. Ja, ich glaube, da bist du ziemlich weit vorne. Also du. Ich? Ja. Warum? Ich glaube, du hast immer sehr, sehr anschauliche Materialien für deinen Englischunterricht. Sehr up-to-date. Also, und es kommt halt aufs Material auch oft drauf an. Also klar, es ist ein bisschen fachabhängig, aber ich glaube, du bist da weit vorne und ich stimme dir zu, wenn du das Thema interessant machst. Durch Gegenstände, durch Modelle, durch Beispiele, durch Experimente, durch was auch immer, durch Kontext im Sprachlichen jetzt zum Beispiel, wenn es um, weiß ich nicht, London geht. Ich weiß nicht, welche Klasse das ist, aber egal. Dann wird das natürlich für Schülerinnen und Schüler viel, viel einfacher, das Thema zu begreifen. Man ist mit drin. Ja, ich stimme dir dazu. Ich finde aber das teilweise in Nebenfächern zum Beispiel einfacher, weil man da irgendwie so problemlösender dran gehen kann. Ne? Da kann man so eine spannende Frage stellen oder Experiment oder das praktisch und haptisch ausprobieren, sich im Englischunterricht hinzusetzen und eine Frage oder da irgendwie so ein Problem zu lösen, warum benutze ich jetzt die Present Progressive Form, wird dann sehr schwierig, interessant zu vermitteln, weil die bildet sich so, die wird dann angewandt. Ja, aber du kannst, ne? Ja, klar musst du das irgendwo theoretisch einführen, ne? Und jeder muss wissen, wie die Grammatik ist, aber du kannst es ja alles dann mit einem vernünftigen Kontext verpacken und dann wird es ja interessant. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich hoffe schon, dass mir das gelingt. Ich zerdenke meine Unterrichtsstunden schon sehr häufig. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es im Englischen manchmal schwerer ist als im Sport auch. Weil da kann man die eigene Lösung oder hier, wie kann ich das Netz überwinden? Und dann erstmal eigene Fähigkeiten irgendwie einsetzen, erproben, ausprobieren und dann kann man selber erarbeiten, okay, das hat noch nicht so gut geklappt, was muss ich dafür jetzt tun? Und ich finde, das, ja, passt. Ja, okay. In den Hauptfächern finde ich es ein bisschen schwieriger, aber vielleicht liegt es auch an mir. Wir hatten noch weitere gute Einwände. Ja, ich hau mal eine raus. Also, Antwort von euch. Gut erklären. Ja, gehört irgendwie dazu, ne? Interessant, Wissen vermitteln, das gut erklären. Ja, manchmal, ich erkläre in Mathe ja auch relativ viel und manchmal erwische ich mich, ja, ich erkläre jetzt zu lang oder Sachen häufig oder zu oft, ich bringe dann Doppelung. Das ist nicht so cool. Aber ich glaube auch, wenn man es nicht erklären kann, ist es für Schülerinnen und Schüler wirklich scheiße. Ich glaube, das hängt natürlich auch von der Erfahrung ab, die man mitbringt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Referendar, Referendarin oder ein wirklich, wirklich junger Kollege, der vielleicht ein, zwei Monate vor einer Klasse steht, alleine, dass er wirklich schon perfekt erklären kann. Ich habe jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass es quasi immer besser wird. Das heißt, pro Jahrgang werden die Erklärungen immer besser, weil man genau weiß, okay, hier liegen die typischen Fehler. Und dann kann man eben genauer drauf eingehen. Gebe ich dir voll recht. Ich finde, im Referendariat redet man auch noch voll viel um den heißen Brei herum und versucht das irgendwie so, und dann könnte und dann hätte man und hier wäre noch eine Möglichkeit und jetzt weiß man einfach so nach und nach. Ja. Was ich auch oft feststelle, gerade in Mathe, da gibt es so Punkte, wo man als reiner Mathematiker sagt, ja, ich muss das jetzt aber ganz korrekt erklären, weil mathematisch wäre das ja vielleicht falsch, wenn ich irgendwie eine Klammer weglassen würde, aber das interessiert die Schülerinnen und Schüler eh nicht. Deswegen muss man dann wirklich auch beim Erklären die Antworten schülergerecht gestalten. Ja, das heißt, verstehe ich. Didaktisch reduzieren. Oh, reduzieren, das ist ein schönes Wort, finde ich, aus der Mathematik. Ja. Ja, das ist, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich hatte immer schlechte Erfahrungen in Mathe. Aber weil es gab nur diesen einen Weg und das musste so sein und wehe, man hat mal gefragt, warum. Dieses Warum wurde nie beantwortet. Es ist einfach so, ja gut, aber ich verstehe es nicht und warum kann man es nicht anders machen? Also erstens, es gibt ja nicht nur einen Weg. Es gibt ja meistens viele Wege. Also ich könnte jetzt kein gutes Beispiel nennen, wo es nur einen Rechenweg gibt. Dann hatte ich wohl immer nur schlechte Lehrer. Ja, kann sein. Nein, Quatsch. Vielleicht aber auch. Du hast es ja geschafft. Ja, wobei, also ich hätte hier ein Beispiel für einen guten Lehrer, auch wenn ich das lange Jahre nicht wusste, aber meine Mathelehrerin
hat mich wirklich gequält, gerade am Ende, so Klasse 9 und 10. Und ich habe mich gefragt, was das sollte. Und es wurde immer kritisiert und immer so ein bisschen alles aus mir rausgekitzelt, obwohl sie, glaube ich, wusste, dass ich mit Abstand in Mathe mein schlechtes Fach gesehen habe. Mhm. Und als ich von der Schule gegangen bin und dann aufs Gymnasium bin, um mein Abitur zu machen, habe ich doch tatsächlich verstanden, warum sie das gemacht hat. Weil sie wollte mich einfach darauf vorbereiten. Ich glaube, wenn sie mich so in meiner Mathe-Lethargie und in meinem eigenen Mitleid, dass ich das nicht könnte und nie schaffen werde, gelassen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich in der Oberstufe nicht so gut gepackt. Mhm. Und das ist für mich auch ein guter Lehrer, ehrlich gesagt, der erkennt, was braucht dieser Schüler, diese Schülerin jetzt, um in ihrem weiteren Werdegang erfolgreich zu sein. Ja, das stimmt. Und vor allem, es geht ja nicht nur um jetzt, sondern auch um die Zukunft. Genau, ne? Und, klar, wenn man weiß, jemand wird nach der 10 abgehen und wird einen komplett anderen Weg als Mathe einschlagen, wo du es gar nicht mehr brauchst, dann denkst du auch, ja, gut, irgendwo müssen wir auch schauen, dass du deinen Abschluss kriegst. Und wie wir trotzdem irgendwie das hinkriegen, dass man nicht komplett frustriert ist, also so ein das Schulfrust, stimmt, dass ja. das aufkommt. Ne? Und dann, natürlich hat man dann irgendwo anders seine Stärken, dass man sich darauf konzentriert. Aber wenn es natürlich weitergehen soll, dann muss man natürlich auch gucken, auch mit Mathe muss es dann eben weitergehen. Total. Ja. Und da muss man auch erstmal so ausdauernd sein. Und wie gesagt, ich fand das schon, im Nachhinein finde ich es halt echt stark, dass die Lehrerin sich da so mit mir auseinandergesetzt hat, also ohne mit mir dabei zu sprechen. Ne? Also sie hat mich nie gefragt, was ich machen möchte oder so, sondern hat mich da echt so ein bisschen durchgeschliffen, würde ich sagen, um mich dann irgendwie auf die Oberstufe vorzubereiten. Also das macht für mich halt auch einen guten Lehrer aus, einfach so ein bisschen zu schauen, was sind Stärken, Schwächen der Schüler. Wie du schon sagtest, muss ich den jetzt besonders quälen oder reicht es, auf einem Level zu sein, und um die Schule nur durchzukriegen? Was ich halt ganz spannend fand, was relativ häufig kam, war, man muss mit Lehrern lachen können, die sollten humorvoll sein. Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Also ich auch voll. Ich glaube, wenn man da ohne zu lachen, ohne zu schmunzeln, ohne Emotionen im Unterricht sitzt, womöglich noch mit Angst, dann kann ein Kind nicht vernünftig lernen. Ja, doch, es geht, aber viel, viel schwerer, viel weniger nachhaltig. Und das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also ich selber habe halt auch keine Lust darauf, dass ich den ganzen Tag vorne irgendwie mit ernster Miene stehe und nur sage, los, Aufgabe 1, Aufgabe 4, 7 und A. Aber das sind die schlimmsten Unterrichtsstunden, oder? Wo man selber irgendwie nicht mal mit denen Scherze machen kann. Ja. Und wenn irgendwas war und man muss wirklich mal so sauer eigentlich auf die Klasse sein. Und man muss ja, dann so, ist das so. Okay, aber es fühlt sich doch trotzdem doof an. Ja, voll. Ich mag das auch gar nicht. Ich hasse mag diese es nicht, Stunden. Sauer zu sein auf Kinder. Und ich habe es viel, viel lieber, wenn man eine lustige Stunde hat, die trotzdem noch produktiv ist. Ja. Ja, total. Man kann lachen, man kann auch von mir aus 2, 3, 4, 5 Minuten verschwenden, damit die Atmosphäre eben stimmt und danach ist man produktiv. Aber was bei Schülerinnen und Schülern häufig so das Problem ist, wenn man einmal so mit Spaß anfängt, dann glauben viele, dass das die ganze Stunde hält oder dass man immer weitermachen kann. Nein, das ist nicht so, sondern ja, ich glaube, also mir, und ich glaube, ich spreche da für viele Lehrerinnen und Lehrer, ist es am liebsten, dass man immer mal wieder so ein bisschen Spaß hat und dann sich wieder fokussiert auf den Unterricht. Total. Also es ist ja auch schwierig, glaube ich, ne? Weil man nutzt das ja auch als Schüler, wenn man merkt, okay, hey, hier ist heute so ein Schlupfloch und vielleicht machen wir dann weniger Mathe oder so. Ja, und dann versucht man das ja schon auch so ein bisschen auszunutzen. Ja. Was mir auffällt, ist ja zum Beispiel, also ich glaube, da gibt es eine Klasse, die sich vielleicht jetzt, wenn da welche zuhören, auch wiederfindet, ist ja der Moment, wo die ganz ruhig arbeiten und dann sehe ich da so ein Longboard oder Skateboard oder so ein Ball rumfliegen, ne, den die irgendwie mitgebracht haben. Boah, da muss ich mich ja so beherrschen, dass ich da nicht anfange, selber irgendwie wie so ein Spielkind zu sein. Also ich bin auch schon mit einem Skateboard von einem Schüler durch den Klassenraum gefahren oder gestolpert vielleicht auch. Besser ist das für meine Kinder. Ja, genau. Aber da muss ich im Nachhinein, finde ich das ja irgendwie lustig, aber manchmal denke ich auch, ach Mann, also da hättest du vielleicht auch selber professioneller sein können. Ja, aber ich glaube, sowas macht es auch aus. Ich glaube, das der Lehrer als Störfaktor. Kommt vor. Soll vorkommen, habe ich gehört. Nee, aber ich finde das wichtig und das fördert ja auch hier eine Antwort, die von euch genannt wurde. Und zwar, jetzt finde ich sie gerade nicht. Dass man freundlich sein soll, sympathisch und nett. Nee, das meine ich nicht. Sondern hier,
dass man entspannt sein sollte und mit Schülerinnen und Schülern über andere Sachen quatschen und reden kann. Tust du das? Ja, also mich interessiert zum Beispiel, was meine Kids irgendwie am Wochenende gemacht haben, ob die ein Spiel hatten. Da investiere ich natürlich Unterrichtszeit für, aber jetzt nicht zu viel. Das heißt, manchmal frage ich 5, 6, 7 Minuten danach, erzähle dann auch kurz, weil die Schülerinnen und Schüler interessiert das, was, was ich quasi gemacht habe. Und naja, irgendwie wirklich so eine Verbindung schaffen, damit man auch über den Unterrichtsstoff hinaus irgendwie übereinander Bescheid weiß. Weil wir sitzen hier quasi nicht nur einen Tag, sondern 6 Jahre zusammen im Unterricht. Total. Und warum sollte man nicht noch ein bisschen mehr erfahren über Schülerinnen und Schüler und die natürlich genauso über uns? Ja, und ich finde halt auch, ich finde es auch wirklich wichtig so für die, für das Zwischenmenschliche. Ja, und es ist auch spannend. Also was die ja auch manchmal erzählen, da sieht man Schüler ja auch aus einem ganz, aus einer ganz anderen Perspektive. Und mir macht das auch mal richtig Spaß, da auch lustige Geschichten und so zu hören. Ich frage auch manchmal, und was ist der neueste Gossip und so? Und dann, ja, das interessiert mich ja auch. Ja, voll. Ich bin auch einfach neugierig. Ja. Und da finde ich auch immer gut, wenn, wenn Kids sich melden und irgendwas erzählen. Ne? Also ja. Das ist schon, ja, voll. Ich finde das schon gut. Also ich glaube auch, dass, dass es immer gut tut, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen was von sich selber erzählt oder ja, so Beispiele im Unterricht, die man auf sich bezieht. Also ich weiß nicht, vielleicht, wie du das siehst, aber ich erzähle und gebe auch ganz offen zu, was bei mir nicht gut in der Schule gelaufen ist oder welche Fehler ich gemacht habe. Ich sag's ja auch hier, dass ich in Englisch einfach nicht gut war. Ja, ich sag's. Immer noch nicht. Aber in Mathe halt, ne? Ja, da kann ich halt nichts zu sagen. Also, ja, doch. Also ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ich Klassenarbeiten zurückgebe, zählt immer noch mal die Punkte nach. Weil da könnte immer was schief laufen. Ja, aber bei da muss immer der Taschenrechner noch mal dran glauben. Ja, okay. Egal, wie niedrig die, okay, die Endsumme ist. Sollen wir eine Antwort noch vorlesen? Hey, sind noch viele andere coole. Ja, komm, nehmen wir erstmal die, vielleicht machen wir noch mehr. Hier, Schreit nicht bei jeder Kleinigkeit. Ja, finde ich interessant. Schreien. Boah, finde ich auch mega. Schreist du manchmal in einer Klasse rum? Ich weiß es nicht. Ich, also wirklich habe mir fest vorgenommen, dass ich kein Lehrer werde, Lehrerin werde, die viel schreit. Auch aus Selbstschutz, weil ich eigentlich auch, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, schon schrecklich finde, wenn Frauen mit hoher Stimme, piepsiger Stimme schreien. Voll nervig. Voll nervig. Ich befürchte, dass sich das bei mir auch ein bisschen nach Fußballplatz vielleicht anhört. Also so ein bisschen ein Assi-Touch kriegt. Ja, das will, will ich eigentlich auch allen ersparen. Jetzt weiß ich nicht, das können die Schüler gerne mal bei Insta auch einen Kommentar zu da lassen, ob ich wirklich schreie. Im Klassenraum glaube ich weniger. In der Halle kommt das natürlich vor. In der, also Halle, in der Sporthalle ist, ist das schon auch, dass man da mal so ein bisschen lauter spricht und auch mal brüllt, aber auch motiviert. Ne? Also es muss ja nicht immer in, im Nee, nee, also ich glaube, dieses Kommentar war wirklich so mit Anschreien war. Finger nicht auch, motivieren, so. Ja genau, so. Genau, also wirklich jemanden persönlich anschreien oder so eine ganze Klasse anschreien. Nee, ich glaube auch, also ich würde mir da selber ein bisschen lächerlich vorkommen. Ja. Ich glaube, ich kann das nicht so. Ja. Glaube ich, aber man, ich man nimmt nicht. Sich auch immer anders wahr. Ich habe jetzt noch nicht deinen Unterricht beobachtet, aber ich glaube, dass du schreist auch nicht. Also kleine Halle. Hast du Kretsch was verpasst? Kretsch dumm. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt, ja. Schreist du? Aber warte, lass mich raten. Ich glaube, nein. Ich glaube, du wirst lauter, aber versuchst das dann irgendwie. Ja, tatsächlich, manchmal habe ich einfach nicht die Geduld und um zu warten, bis du wirklich mucksmäuschenstill ist, dann werde ich schon, also dann rede ich einfach lauter. Ja. Einfach, weil ich keinen Bock habe zu warten, so ungefähr. Was aber eigentlich ziemlich dumm ist. Aber schreien tue ich nicht. Und durch dieses Lauterwerden habe ich halt auch häufig das Problem, dass meine Stimme in den Keller geht. Und die Klassen, die mich haben, die wissen, so ein Voice Crack ist quasi jeden Tag drin, mindestens einer. Das ist dann wiederum lustig. Aber richtig schreien, ich glaube, ich habe in den letzten 3 Jahren wirklich, weil ich sehr, sehr wütend war, 2-3 Mal geschrien. Hm. Und dann denke ich auch so, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Also ich mache das gar nicht. Und es kostet mich nicht nur Stimme, sondern auch ganz viel Energie. Also deswegen bin ich gegen Schreien voll raus. Und außerdem, umso seltener du das machst, desto besser wirkt es, falls es dann wirklich mal nötig sein sollte. Das stimmt, auf jeden Fall. Es hat schon eine größere Wirkung. Ja. Also ich versuche, glaube ich, immer so einen Todesblick anzuwenden. Und was ich ja auch mache, ist, wenn es mir zu laut ist, dann pfeife ich. Ja? Ja, dann pfeife ich. Ich nehme meine Finger in den Mund und pfeife.
Also wirklich, ich habe, das ist so meine Allzweckwaffe, um Attention zu kriegen. Okay. Ja, in der Halle zieht das voll, glaube Das ich. zieht auch im Klassenraum, weil hier ist es Ja. mega laut, ja. Ja, nee. Ich glaube, ich warte einfach so richtig stumpf. Einfach Ich bin warten. halt Du super irgendwie komisch ungeduldig. anstarren und dann warten. Ich bin halt super ungeduldig. Mich nervt Ja. das richtig, wenn nicht an meinem ersten Signal es ruhig ist. Da könnte ich schon innerlich platzen. Ja, verstehe ich. Aber für Schreien reicht es nicht. Bei mir Nee. dann lange nicht. Das ist auch eher so ein Ehrgeiz, den ich selber habe. Ich kann das ja selber total nachvollziehen und manchmal, also jetzt sieht man das natürlich nicht wegen meiner Maske, dann schmunzel ich mir auch einen zurecht, weil ich das aus meiner Schulzeit und von mir selber vor allen Dingen auch Ja. kenne. Aber mein Anspruch, ne, also mein Ehrgeiz sagt mir immer, also beim ersten Hallo habe ich die eigentlich schon so im Griff, dass nichts anderes passiert. Ich weiß natürlich, dass es utopisch ist, aber das ist so der Anspruch, den ich habe. Ja, wurdest du früher angeschrieben in der Schule? Ich glaube, ich persönlich tatsächlich nicht, aber ich hatte definitiv Lehrer, die geschrien haben, ja. Ja, also ich auch. Und ich fand es immer Schrecklich. unangenehm. Ich saß ja immer so ein bisschen mit Schiss, nein, auf gar keinen Fall anschreien. Das fand ich immer am allerschlimmsten. Und ja, ich habe eigentlich keine Lust, dass meine Schülerinnen und Schüler das erleben müssen. Also Deswegen, auch das ist auch ein Grund. Fremdschämen, auch Ja, Fremdschämen so ein bisschen. ja. Was rastet der oder die jetzt so aus? Also, Nee, find ich nicht gut. ja. Also, sind wir uns da einig, ne, bei dem Punkt? Ja, total. Also, was ich aber auch noch, Letzter Punkt. ja, letzter, wirklich letzter Punkt, ganz cool fand und ein bisschen sehe ich mich da auch drin wieder, ist so dieses nicht zu lieb, aber auch nicht zu streng. Ja, ich glaube, man braucht so ein bisschen Abstand zu Schülerinnen und Schülern. Ja. Und das meine ich mit nicht zu lieb. Genau. Also das verstehe ich Nicht so darunter. Best Buddies irgendwie. Ja, Aber irgendwie auch aber schon. du musst, ja, hatten wir ja gerade schon, ne? Man muss natürlich irgendwie auch über andere Sachen reden können. Also das ist so ein schmaler Grat, wo man sich bewegt. Aber ich glaube auch, es gibt unterschiedliche Lehrertypen. Total. Also von daher, manche brauchen wirklich ganz viel Abstand zu Schülerinnen und Schülern. Und andere sind wirklich so, dass sie, wie ich oder du, dass wir uns für die Schülerinnen und Schüler auch interessieren, was sie am Wochenende gemacht haben, ob sie Spiele hatten oder ob sie, weiß ich nicht, in Holland waren. Es muss halt auch zu einem passen, ne? Da bringt ja Ja. auch nichts. Also ich finde zum Beispiel, ein Lehrer darf keine Rolle spielen, weil sonst ist das so unauthentisch und Ja. unnatürlich, dass die Schüler es auch merken und das wird einem irgendwann um die Ohren fliegen. Aber ich finde halt so eine, ja, so. Also ich will nicht mit Schülerinnen und Schülern befreundet sein. Also ich bin nicht deren Kumpel, Nein. genau. Also Das muss schon nicht. irgendwie professionell sein, Genau, es so. muss professionell sein und natürlich darf es auch mit privaten Informationen gespickt sein. Aber jetzt so eine Umarmung, das ist viel zu nah. Was, aber zum Geburtstag? Ja, gut, du bist eine Frau jetzt, ne? Also bei mir finde ich nein, geht gar nicht. Ja, da Mache war ich nicht, habe ich nicht Fragen. gemacht, auf gar keinen Fall. Also das ist zu viel. Also wenn ich jemanden umarmen würde, dann allerhöchstens 10er Abschlusszeugnis, weil sie es irgendwie geschafft haben, zum Gratulieren. Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade bei den Kleinen, so zum Geburtstag ist so eine nette, freundliche Umarmung. Ja, das kannst du ja weitermachen. Ich Das glaube, das passt zu dir und das als Frau ist das eh nochmal was ganz anderes, aber ey, das würde ich niemals machen. Ja. Das ist bei mir Nee, kann ich voll viel verstehen. zu Ich glaube nah. auch, dass es tatsächlich auch gefährlicher ist für dich. Aber ich frage dann auch immer oder so. Und das sind manchmal stehen die Kinder schon mit offenen, in Klasse 5 und 6 Ja, stehen die schon mit so ja. offenen Armen vor einem und wollen gratulieren. Also wollen, ja, ich habe was mitgebracht und dann musst du schon Ja, gratulieren. Aber nee, nee, nein, das baut sich das natürlich nicht. dann auch ab. Ich glaube, ja. Also ich find schon schön, wenn man so eine gewisse Nähe zulässt, aber ich bin da auch, glaube ich, eher der distanziertere Typ und professionellere Typ. Aber es muss halt zu einem passen Ja. und es bringt ja, wie gesagt, auch irgendwie nichts, wenn man da so eine Rolle spielt. Ich muss halt sagen, bevor ich echt Angst habe, ist, wenn man älter wird. Ich habe so das Gefühl, als junger Lehrer hat man irgendwie so erst einmal einen Vorteil. Also ich glaube, der Ja, Moment, wo du voll. in eine Klasse kommst und die sehen, okay, man ist noch jung, Ja, das rein Alter ist optisch. einfach sehr nah Genau. beieinander, Ja, genau. hat man, also geben die einem so das Gefühl, oh, sie starten jetzt hier erstmal gut. Und ich habe ein bisschen Schiss vor dem Moment, Wo du alt bist wo noch und mehr diese Falten Distanz einfach dazukommen viel größer ist. Ja, und die okay. Schüler mich dann angucken und halt, wo man nicht mehr mit dem extra Plus in die Klasse schon kommt. So jetzt ist noch, ah, oh, ja, die ist jung, cool. Ja. Ja, mal gucken. Ja, davor, vor dem Moment. Vielleicht kriegen wir den ja aktiv mit.
Ich hoffe irgendwie nicht, ich hoffe, man Also ich habe bleibt den auch irgendwie noch so. nicht, diesen Moment. Ja, ich auch, zum Glück noch nicht, aber ich habe Angst davor und ich meine, deswegen, ich frage auch immer schon, okay, was tippt ihr denn, wie alt ich bin? Ja, Und da ich war sage schon ja alles immer, ich dabei, bin ne? ja 27, von daher, die wissen Ja, das das. ist gelogen. Nein. Lasst euch nicht anlügen. Aber am coolsten finde ich immer die, die sagen, ja, sie sind Mitte 30. Nein, jünger, 18. Das finde ich immer ganz Ja, geil. auch gut. Ja, das ist immer, das ist der Klassiker. 40? Nee, jünger, ja. 39? Oh. Naja, so Alter ist immer schwierig. Also, könnt euch merken, ich bin 27. Zählt auch in 2 Jahren noch. Gleiche Antwort. Jahrgang 89 ist der Herr. Nein, das schneide ich raus. Ja, eins würde mich interessieren. Hattest du einen richtig guten Lehrer, der dich inspiriert hat, oder? Ja, Grüße gehen raus an Herr Schor. Herr Schor war mein Chemielehrer in der Oberstufe. Und der war tatsächlich auch jung. Der war Ja, quasi smart. aus dem Referendariat gekommen und zudem konnte man wirklich, also mit ihm konnte man wirklich persönlich reden über verschiedenste Sachen, das heißt nicht nur über Schule, aber der hat einen auch gut vorbereitet. Ja, und da habe ich eben schon gesagt, so was macht guten Lehrer, gute Lehrerin aus? Diese Sache mit, man kann über private Sachen reden, aber auch nicht zu lieb und nicht zu streng. Das heißt, lachen und dann wieder produktiv sein. Genauso, der war immer gut vorbereitet. Das finde ich schon, war sehr, sehr gut bei dem. Und das Das war ist auch ein Grund, schön. warum ich Chemie LK gewählt habe. Das ist cool, ne, wenn das noch so Auch ein. wenn das fachlich total daneben ging bei mir. Ja, Das hatte aber vielleicht auch andere ich Gründe finde es noch. so schön, wenn ein Lehrer auch, irgendwie nicht nur Lehrer, sondern manchmal versuche ich eher so ein Mentor zu Mentor ist ein sein. gutes Wort, ja. Ja, das finde ich irgendwie, weil Lehrer bedeutet immer nur diese Rolle, man bringt jemandem was bei. Und ich finde, ein Mentor ist ja auch so, ich begleite euch. Und irgendwie manchmal finde ich das ganz schön, eher der Mentor zu sein, der die Schüler und Schülerinnen begleitet auf ihrem Ja. Weg. Und da gehört für mich eben auch dazu, wenn das mal auch was im Privatleben ist und Ja, und etwas, das was ist vielleicht bei nicht die Lehrer so ein Schule. bisschen raus, ne? Ja, bei Lehrer fällt das so weg und ich finde, das ist ja manchmal auch ganz wichtig. Ich meine, ich kann noch so schöne Arbeitsblätter gestalten Ja. und mit ganz viel Eigenmotivation und Spaß Sport unterrichten, aber wenn da irgendwas die Kids gerade beschäftigt, dann ist es total egal. Das interessiert die nicht, wie Ja. spannend mein Unterricht ist. Und da irgendwie auch da zu sein und ja, da irgendwie zu helfen und zu unterstützen, sodass sie sich nicht alleine fühlen, das finde ich halt, gehört auch irgendwie für mich dazu. Deswegen, manchmal wäre es mir lieber, ich wäre nicht Lehrer, sondern Mentor. Einfach nur als, aber schon an der Schule. Ja, auch mit Ja. dem Job, den ich jetzt Ja, habe, klar. das ist Also super, einfach aber anders bezeichnen, ja. weil wir eben noch so viele Aufgaben neben dem Unterricht noch haben. Ja, das Genau. stimmt. Ich finde auch Coach eigentlich in Ordnung, auch wenn Auch das cool, mehr im ja. sportlichen Bereich dann ist. Aber ich glaube, man kann viele Leute, viele Kinder coachen. Total. Natürlich lässt das, also der Begriff Coach, dann das Unterrichtliche wahrscheinlich eher weg. Würde eher Ja. auf persönliche Entwicklung in Sachen Sozialverhalten oder sowas oder Charaktereigenschaften Ja, auf jeden Fall. zurückzuführen, ne? Aber ich glaube, dass es eher so ein Rundum Job ist irgendwie, wo es ganz Ja, viel. es ist einiges. Ja. Einige Bereiche, die wir versuchen abzudecken. Auf jeden Fall. Ich hoffe, uns gelingt das, also vor allen Dingen uns beiden jetzt gerade irgendwie auch, da wir ja noch relativ Wir sind noch jung, ja, na, nicht und auch noch relativ. nicht so viel Also, Berufserfahrung eigentlich ja, haben, und mit ne? 27, was willst du an Oh, geht das Berufserfahrung wieder haben? los, ey. Oh, jetzt brechen wir ab. Also wenn es ein guter Lehrer ist, jemand, der nicht lügt. Stimmt, Leute, lügen geht gar nicht. Ja, Francesca, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Mir auch. Es war super. Wollen wir noch unsere Rubrik am Ende hier einfließen lassen? Weil beim letzten Mal habe ich den Flow genannt und du den Glow. Da Wollen wir mache es ich jetzt einmal den tauschen? Flow Ja, machst du und du jetzt den den Flow? Glow. Ja, möchtest du starten? Ja, gerne. Mein Glow-Moment war doch tatsächlich auch so das Gefühl, das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass meine eigene Klasse zusammenwächst, so als Team. Das hat mich so. In welcher Jahrgangsstufe war das? Das war schon in der 5 N5? und es ging auch relativ schnell und ich muss sagen, das hat ja, mich echt stolz dann auch in dem gemacht. Also dann, stopp, Wortfindungsstörung, hat mich sehr stolz gemacht.
Als ich wahrgenommen habe, dass die einfach als Team zusammengewachsen sind und da Ja. füreinander einstehen. Okay. Und das war so eine ganz nette Situation irgendwie auf dem Schulhof, wo die auf ihre Taschen gegenseitig aufgepasst haben und zusammen gefrühstückt haben. So, da waren die erst 3 Wochen an der Schule. Und das war für mich so ein Glow-Moment, weil ich so gedacht habe, boah, das sind richtig coole Menschen in der Klasse und das macht richtig Spaß, deren Lehrer zu sein. Ja, das ist schön. Finde ich gut. Was ist denn dein Flow-Moment? Mein Flow-Moment, ja, jetzt habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber ich glaube, wenn man, also es bezieht sich jetzt gar nicht so auf Lehrer-Schüler-Interaktion, sondern nur für Schülerinnen und Schüler. Und was ich als Schüler hier machen würde, damit ich hier wirklich die Zeit genießen ist, dass hier alles neu ist, zu nutzen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall immer einen Ball dabei haben, um draußen auf dem Tatanfeld zu spielen. Und wenn es da halt irgendwann zu voll sein sollte, Tischtennis. Ich würde genauso auf dem Parcours spielen, falls die Jüngeren jetzt zuhören, da wäre ich die ganze Zeit am Spielen, am Toben. Das würde ich, glaube ich, machen. Und ich würde auch Angebote hier in der Schule nutzen. Das heißt, ich würde mich hier einsetzen, ich würde gucken, dass ich irgendeine AG mache, weil die Schulzeit ist, glaube ich, eine ganz besondere, also war es für mich zumindest immer, um wirklich zu lernen, viel zu lernen, mit Gleichaltrigen, um einfach mit denen auch Spaß zu haben. Und nicht nur Schule als Unterricht zu sehen, sondern Schule kann eben noch viel mehr. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das ein guter Abschluss ist. Schule kann mehr, Schule ist mehr. Ja, und wir bieten hier ein bisschen mehr, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Und mehr gibt es von uns auch noch einmal auf jeden Fall vor den Osterferien, richtig? Ja, kriegen wir hin. Vor dem Elternsprechtag. Themen müssen wir noch raussuchen, aber wir informieren euch da über Instagram. Auf jeden Fall. Und bleibt auch bei Instagram bitte dran und schreibt ruhig weiter Themen rein. Wir arbeiten die in den nächsten Folgen nach und nach ab. Alles klar, dann bleibt mir, glaube ich, das letzte Wort und ich sage ciao.